Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die deutsche Rentenversicherung befindet sich im Jahre 2016 in einer exzellenten Verfassung und dies wesentlich besser, als vorher noch prognostiziert worden ist. Wir werden jetzt im Juni die Renten anheben in Höhe von 4,25% im Westen und 5,95% im Osten. Wir erleben, dass die Rentenniveaus seit der deutschen Einheit sich fast bis auf 94% zwischen Ost und West angeglichen haben. Wir erleben, dass 3,2% aller Rentnerinnen und Rentner auf Grundsicherung angewiesen sind. Ja, das ist richtig. Aber da von einer flächendeckenden Armut durch die Rente zu reden, ist unverantwortlich, was Sie hier propagieren. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie mit großem Nachdruck, die Rentendebatten, die zu führen sind, weil sowohl die gesetzliche als auch die private als auch die betriebliche Altersvorsorge unter dem Hintergrund der Demografie und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung jederzeit zu sehen ist. Mit diesem Rentensystem und mit der Debatte darüber sorgsam umzugehen. Es geht nicht darum, den Menschen Angst und Schrecken zu verbreiten, sondern verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Menschen im Alter noch leben können. Bis 2030 haben wir diese Grundlagen in der letzten Großen Koalition mit dem damaligen Rentenpaket gelegt. Wir haben geklärt, dass bis 2030 das Renteneintrittsalter sukzessive ansteigen wird auf 67 Jahre. Wir haben das bei Weitem noch nicht erreicht. Wir sind jetzt bei 65 Jahren und, soweit ich das in Erinnerung habe, knapp 5 oder 6 Monaten. Wir sind in einer Situation, in der wir insbesondere denjenigen, die helfen konnten, damit überhaupt Generationengerechtigkeit geschieht, damit Kinder geboren und so erzogen werden, dass sie lebenstüchtige Menschen sind und Beiträge hinterher leisten, damit die Renten finanziert werden können, indem wir ihnen geholfen haben durch die Anpassung der Mütterrente. Wir sind hingegangen und haben vereinbart, dass das, was im letzten Rentenpaket beschlossen worden ist, die Rente mit 67 so zu gestalten, dass auf jeden Fall, wenn jemand 45 Beitragsjahre hat, auch in Zukunft mit 65 in Rente gehen kann, jetzt vorgezogen haben. Und das wird sich ebenfalls aufbauen bis zum Jahre 2029. Und ich rate uns dringend, die unterschiedlichen Bedingungen, die wir für die Altersabsicherung benötigen, die gesetzliche Rente, die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge, nicht im Bausch und Bogen kaputt zu reden, weil das würde jeder wirtschaftlichen Vernunft entgegenstehen. Und die, das will ich Ihnen ehrlich sagen, habe ich Ihnen noch nie unterstellt. Denn wir können Rentenversicherung, Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik, Wirtschaftswachstum und Wohlstand nicht alles voneinander trennen. Es hängt mit allem zusammen. Und es verlangt wirtschaftliche Vernunft, verantwortungsvolles Umgehen mit der Rentenversicherung und der Altersabsicherung. Und es verlangt, da gebe ich Ihnen allerdings recht, in all den Debatten, die wir in der letzten Zeit geführt haben, dafür zu sorgen, dass die Menschen am Ende der Tage von dem, was sie in ihrem Leben erwirtschaftet haben, am Ende der Tage auch leben können. Wenn jemand sein Leben lang auf Grundsicherung angewiesen ist, der wird nicht zwangsläufig am Ende des Lebens von Rente leben können, in der er nichts eingezahlt hat, sondern wird auch weiterhin auf Grundsicherung angewiesen sein. Aber ich will Ihnen sagen, Grundsicherung heißt in Deutschland, weil Sie das immer kaputt reden von den Linken, Grundsicherung heißt in Deutschland Grundsicherung. Das heißt, darunter fällt auch niemand. Und die Grundsicherung heißt auch, dass die Menschen im Alter von diesen Grundlagen denn auch leben können. Unser Ziel ist allerdings, dass die 45 Jahre gearbeitet, eingezahlt, Kinder erzogen, alte Eltern gepflegt haben, am Ende der Tage mehr haben müssen als die, die nichts gebracht haben. An dem Rentenpaket, meine Damen und Herren, arbeiten wir. Und das große Interesse unserer Fraktion besteht darin, die jetzt aufgekommene Diskussion über die Frage des Rentenniveaus, über die Frage des Renteneintrittsalters, über die Frage des Rentenbeitrags, über die Frage, wer davon alles profitiert, jetzt in einem vernünftigen, klaren Linie zu diskutieren, um dann für die Zeit nach 2030 und folgende, soweit wir das überblicken können, die Weichen rechtzeitig zu stellen. Und das geht nicht, indem man mit Schaum vor dem Mund Katastrophen darstellt, sondern das geht nur, indem man mit Sachverstand und Klarheit den Menschen sagt, wohin die gesamte Entwicklung geht. An diesem Punkt sind wir, daran werden wir arbeiten. Und Sie werden erleben, dass unsere Konzepte zukunftsfähig sind. Ihre Konzepte bringen Verheißungen, die kein Mensch bezahlen kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.
Herr Kollege Schieberling, bevor ich dem nächsten Redner das Wort gebe, möchte ich das Ergebnis.